Das ist doch Diebstahl. Hat sie es durch oder nicht? Oh mein Gott, Leute, der Alarm ist angegangen, Junge. Leute, ich hab so Angst, ich hab so Angst. Leute, lasst es jetzt oben. Ja! Hey Leute, Cramix hier, was geht ab mit Paul Berger? Ich bin heute hier mit Lukas BS unterwegs, Leute, und heute machen wir was richtig Krankes, und zwar, Lukas, du darfst heute einen Tag lang mein ganzes Leben bestimmen, und ich habe echt Angst davor, Leute, also lass dafür ein Like und ein Abo da, und hast du denn schon ein paar Ideen? Ey Max, ich glaube, heute wird der beste Tag meines Lebens. Ich habe schon ultra kranke Ideen, Ich glaube, für dich wird es heute nicht so nice, denn ich habe schon mal die erste Idee, Max. Ich glaube, das wird echt nicht so gut werden, Leute. Leute, ich schnapp mir mal hier direkt die Kamera. Du hast jetzt schon die erste Idee? Ja, Max, ich weiß, du hast einen richtig kranken Pool im Garten, ne? Ja. Und heute ist richtig heiß. Ja. Ich würde sagen, Max, geh einfach mal mit Klamotten komplett rein jetzt. Hä, wie jetzt? Komplett mit allem? Ja, ja. Einfach mit Schuhen. Einfach so komplett in mit den Socken, Pool. Mit Socken, mit allem. Mit allem, jetzt direkt. Darf ich mein Handy wenigstens noch aus der Tasche machen? Ja, komm, ausnahmsweise. Wir sind noch am Anfang. Bro, wenn das den ganzen Tag so weitergeht, habe ich gar keinen Bock auf dieses Video, Leute. Ey, lass dafür mal ein Like und ein Abo da. Also Leute, hier ist auf jeden Fall der Pool von Max. Und Max, ich weiß nicht, wie warm ist der gerade so? Boah, ich glaube, der ist schon warm. Oh mein Gott, Max. Das ist doch nicht mit Schuhen, Alter. Ja, doch, mit allem. Oh Mann, ey. Oh. Leute, das ist echt nicht so nice. Oh. Okay, super. Und, ist cool. Gut, Abkühlung? Ja. Nice. Toll. Boah. Alter Junge. Ey Leute, ich sag euch, mit Lukas als Freund braucht man keine Feinde mehr, ey. Hast du noch weitere Ideen? Boah, diese Schuhe, Mann. Ja, Max, ich würde sagen, du musst dich ja erstmal umziehen gehen und dann gehen wir gleich mal hoch, weil ich habe da schon die nächste krasse Idee. Hä, wie? Ja, ja. Oh Mann, ey Leute, ich habe wirklich gar keinen Bock heute. Oh. Ey Leute, Max dachte, dass das schon schlimm war, aber das war das harmloseste von allen Sachen. Vertraut mir, Leute. So, Max, hast du dich wieder umgezogen jetzt? Ja, ich habe natürlich immer ein iCramix-Wechselshirt. Ja. Ey, aber warte mal, wo gehst du hin? Wir gehen jetzt einfach wieder gerade nach oben. Hä, wie? Was willst du denn oben? Ja, das zeige ich dir gleich. Let's go. Oh, Leute, ich habe Angst vor der nächsten Aufgabe. Also, Max, wir sind jetzt hier in deinem Gaming-Zimmer. Ja. Und vielleicht erinnerst du dich, wir hatten letzte Woche ein Video gemacht. Wer länger unter Wasser überlebt, gewinnt 10.000 Euro, ne? Ja, ich erinnere mich noch dran, ja. Genau. Und, ey, die 10.000 Euro, die du da gewonnen hast, die will ich wieder zurückhaben. Kannst du mir die wieder geben? Alter, du kannst doch nicht einfach das Geld wieder haben. Ah, aber ich bestimme heute den ganzen Tag und deswegen will ich das haben. Ja, aber ich habe das gar nicht hier. Ich habe das schon eingezahlt. Nein, nein, das glaube ich dir nicht, Max. Du hast doch bestimmt hier irgendwo ein Tresor oder so. Ja gut, aber das werden wir jetzt hier nicht zeigen. Ja, okay. Wie, und jetzt einfach wieder das Geld zurückgeben? Ja, ja, die 10.000. Alter, ich hab die doch so gut gewonnen. Ja gut, okay Leute, aber jetzt machen wir hier kurz einen Cut. Ich gehe an meinen Tresor und werde das Geld rausholen. Also Max? Okay Leute, hier ist das ganze Geld. Alter. Dann her damit jetzt. Ey, das war das letzte Mal, da ich eine Video-Challenge mit dir gemacht habe, Alter. Leute, ich werde mir davon was richtig Krasses noch kaufen heute. Aber Max, ich würde sagen, boah, ich habe gerade ein bisschen Hunger. Ja. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt mal erst wieder die Treppe runter in die Küche gehen. So, Max, ja, jetzt in der Küche. Ja, was darf ich dir zu essen machen, Lukas? Kein Problem. Zeig einfach mal deinen Kühlschrank, was da so drin ist, dann gucke ich mal. So. Ja, was haben wir hier? Oh, High-Protein. Schokopudding? Ja, wenn lecker. Willst du ein bisschen Schokopudding? Boah, guck mal, ich will jetzt wieder im Gym richtig Gas geben, deswegen nehme ich mal hier so ein bisschen Wassermelone. Aha, okay, ja, ist auch schön erfrischend. Kannst du gerne haben. Nein. Das ist die gesamte Aufgabe, ist doch kein Problem für mich. Aber Max, ich würde sagen, ich will das ja auch im Teller genießen, ne? Ja, ich gebe dir auch einen Teller, ja. Ja, aber ich zeig dir mal den Teller, den ich dafür benutzen will, okay? Okay. Komm erstmal mit. Hä? Okay, Max, also... Also die Teller sind da. Ja, nee, ich habe einen anderen Teller gesehen, den ich nehmen will. Hä? Ja, und zwar, Max, schau mal. Den Teller will ich nehmen. Ey, Bro, nein. Alter, du kannst doch nicht vermeiden. Ey! Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, darauf schmeckt die Wassermelone ganz besonders gut, oder? Bro, wie kann man so ehrenlos sein? Oh mein Gott, ey. Ich wusste nicht, dass man so ehrenlos sein kann wie du. Okay, okay. Max, ey, also Alter. Ich werde es auch abwaschen danach, okay? Hier dein Teller. Geil, ja. Boah, Leute, 1 Million aus. Den habe ich auch zu Hause. Boah, ja. Leg mal schön drauf hier. Ah, ey, das tut weh. Oh, Max, boah, ey, guck mal, ich will das hier lieber am Tisch genießen. Kannst du es mir gerade bringen? Ja, hier, dein Essen. Ja, boah, so. Lecker, vielen Dank dir. Gerne. Ja, nimmer. Ja, dann lass dir mal schmecken, Lukas. Ja, boah, die schmeckt jetzt, glaube ich, echt gut. Boah, richtig schön gekühlt, Mann. Nach dem Gym ist heute auch echt heiß, so.
Mhm. Alter. Guck mal, wie der da kleckert. Ja, schön, schön. Mhm. Genieß es. Oh. Ey, Leute, das wird auf jeden Fall so Rache geben. Oh, da ist mir ein Stück runtergefallen. Alter. Ja, guck mal, lass es richtig schön drauf tropfen. Ja, ja, ja. Mhm. Oh. Das hast du doch gerade mit Absicht aus deinem Mund rauszappern lassen. Bro, ich bin gerade richtig müde noch. Irgendwie ist mein Mund aufgegangen. Boah, war lecker. Mhm. Boah, ich glaube, ich habe keinen Bock, den zu spülen. Kannst du den Teller vielleicht gerade spülen? Ja, gerne spüle ich den. Ey, ich dachte echt, wir machen mehr so coole Sachen, wenn du mein Leben bestimmst einen Tag lang. Aber ich werde hier nur richtig fertig gemacht, Mann. Ja, die coolen Sachen, die kommen heute für mich, Max, ne? Also, so läuft das hier heute. Boah, das tut mir selbst im Herzen weh, ich bin ehrlich mit dir, ne? Ich glaube, Candy gefällt das, oder? Candy? Ach, stimmt! Ja. Hat Candy dir die Aufgabe gegeben? Boah, also ich sag mal nichts, Leute, ne? Aber vielleicht habe ich da ein bisschen was abgeklärt. Also Max, ich habe jetzt auch wieder hier deinen Playbutton und ich habe direkt die nächste Aufgabe für dich. Oh Gott. Und zwar will ich, dass du ein Bild von mir mit deinem Playbutton auf deinem YouTube-Kanal postest, dass ich dich gehackt habe. Alter, was? Ja, ja, genau. Leute, jetzt wird... Und das Ding ist ja, ich mache diesen Post ja jetzt und ihr seht das Video ja erst in ein paar Tagen. Am Ende denkt ihr noch wirklich, der hat mich hier gehackt jetzt. Oh Mann, aber okay, ich mach schnell das Bild. Okay. So, zack. Okay, ich habe ein Bild gemacht. Passt ja, so, oder? Boah, das ist nice. Ja, ja, das ist gut. Oh mein Gott. Okay, dann posten, Max, ne? Oh mein Gott, ich habe iCrimex gehackt. Alter, Mann. Okay, oh mein Gott, das wird gepostet. Posten! Ja, es postet. Boah, das sind jetzt so 3 Millionen Leute, Alter. Alter. Aber weißt du was, Max? Es wird noch viel schlimmer. Und zwar... Was? Was hast du denn noch für Ideen? Ja, ja, wir fahren jetzt mal in die Innenstadt, okay? Was hast du vor? Das wirst du dann sehen. Oh Gott, okay Leute, let's go. Okay Leute, wir sind jetzt hier in Lukas Auto unterwegs. Ja, in seinem krassen AMG GTR. Hat auch echt einen schönen Sound, das Ding. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst, was jetzt auf mich zukommt. Ja Max, also erstmal, Tank ist schon langsam leer. Ich fahre jetzt zu einer Tanke, dann kannst du mir den mal voll tanken, ne? Alter, ey. Ja, ja. Oh mein Gott, tanken ist richtig teuer, Leute. Ja, ja. Also Max, hey, hier fahren wir mal an die Tanksäule, ne? Und weißt du, was ich brauche, ne? Die ja, Power Racing 100. Ja, natürlich nur das Beste, ist ja klar. Also Max, danke auf jeden Fall erstmal hier fürs Tanken, ne? Bitte. Und Leute, hier seht ihr, was Max dann gleich bezahlen muss. Muss ja auf jeden Fall natürlich mehr auf den Tank bezahlen, ne? Ja, 2,11 Euro der Liter. Ach, warum hast du überhaupt gesagt, dass du tanken musst? Ja, einfach nur just for fun, ne? Alter, wenn du heute eh alles bezahlst, kannst du übrigens auch gerne einen Red Bull oder so mitnehmen. Der Junge nimmt echt alles mit, ja, kriegst du auch. Okay Leute, so, Red Bull. Kassenbeleg, alles bezahlt natürlich. Hä, Lukas, warum sitzt du auf dem Beifahrerplatz? Ja, ey, mein Knie tut gerade weh, also ich würde mal gerne, dass du mich ein bisschen rumfährst. Alter, bin ich jetzt dein Fahrer oder was? Ja, normal. Naja, Leute, es gibt Schlimmeres, als so ein schönes Auto zu fahren. Damit habe ich kein Problem. Das würde ich auch sagen. 60 Euro hat der Spaß gekostet. Okay, das geht doch noch. So, Max, dann los geht's, würde ich sagen, ne? Hey, Junge, wie sitzt du denn hier, Alter? Ist bequem, ne? Man sitzt schon echt tief. Oh mein Gott, okay, krass. Okay. Ich mach erstmal hier D rein. Man weiß ja schon, wie es funktioniert, oder? Ja. Man sitzt schon sehr, sehr tief hier. Eieiei. Ja. Ei, ei. Okay, dann geht's jetzt auf in die Innenstadt, oder? Let's go. Let's go. Also Max, wir sind jetzt hier in der Innenstadt angekommen. Oh, am Mediamarkt im Q6, Q7, ne? Ich sehe schon, das sieht sehr teuer aus. Ja, ich habe jetzt eine sehr gute Idee. Und keine Angst, du musst heute kein Geld ausgeben. Ja, wie jetzt? Ja, ja. Ich dachte, du willst hier was haben beim Mediamarkt. Ja, ich erkläre dir das gleich. Wir gehen erstmal zu den PS5s, ne? Boah, ey Leute, jetzt muss ich hier noch eine PlayStation 5 kaufen. Also Max, wir sind jetzt hier bei der PlayStation 5. Alter, guck mal, 619 Alter. Euro. Aber du musst sie nicht kaufen, keine Sorge. Du musst die klauen. Hä, was? Ja. Bro, ich klaue doch jetzt hier nichts, Alter. Spinnst du? Ja, Max, ich würde sagen, du kannst sie einfach mal nehmen und dann läufst du einfach mal aus dem Markt raus. Bro, ich krieg eine Anzeige, Alter. Ja, das kann man dann nachher eh schon alles regeln. Wie alles regeln? Also Leute, macht sowas auf gar keinen Fall nach, ne? Aber Max... Bro, ich kauf dir die, aber... Ey, Leute, Lukas will hier, dass du eine PlayStation 5 klauen. Ja, ich bestimmt doch heute auch den Tag, Max. Digga, das ist echt zu viel, Alter. Ehrlich jetzt. Ey, Leute, was soll ich denn jetzt machen? Ja, nimm einfach mal erstmal. Ich würde sagen, damit jetzt Bro, zum Ausgang, ne? Das kannst du echt nicht bringen, Alter. Soll ich einfach rausrennen damit? Ja, ja, genau. Ey, Leute, mach das auf keinen Fall nach. Ja. Klauen ist uncool. Ich mach das jetzt hier nur, weil Lukas mich dazu zwingt, ey. Max, wie fühlst du dich gerade? Bro, ey, mein Herz, ne? Ich hab... Ey, das geht nicht. Meinst du, ich soll durchziehen? Ich weiß nicht, Max. 3, 2, 1 und let's go.
Oh mein Gott, Leute, der Alarm ist angegangen, Junge. Bro. Leute, ich kann mit meinem Knie kaum rennen, Alter. Ja, hast du gehört, wie der Alarm angegangen ist? Junge, der ist immer noch an, Junge. Alter. Hey, Leute. Alter, mach das auf jeden Fall nicht nach, Freunde. Ey, Lukas, du übertreibst ehrlich mit deinen Aufgaben, ey. Ja, aber Max, ja. Gleich ist es noch schlimmer. Wie? Es wird noch schlimmer? Ja, wart nur ab. Oh Gott, ey, Leute, ich hab mich jetzt schon strafbar gemacht, Alter. Warte, Max. Ich krieg eine Anzeige, Alter. Ey, guck mal, siehst du das hier? Hä? Hey, wo hast du den Beleg auf einmal? Junge, ich hab dich so fett geprankt, Alter. Hä? Ich hab nämlich vorhin eine andere PS5 gekauft und hab abgeklärt, dass wir die dafür einfach rausnehmen. Das bedeutet, alles ist safe. Ey, ich dachte, ich krieg jetzt eine Anzeige oder so. Also Max, wir sind jetzt hier im Rewe in der Chipsabteilung. Soll ich die Chips kaufen jetzt? Ja, so halb. Und zwar, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich glaube, du hast ein bisschen Bock auf Chips. Du isst jetzt einfach mal hier so Chips ein paar, ne, öffnest die so und stellst sie wieder zurück. Hä? Alter, das kannst du nicht machen. Doch, es geht. Du hast das bestimmt auch wieder abgeklärt mit dem Laden hier. Nein, ja, dieses Mal nicht, tatsächlich. Kein Problem. Was sollen wir nehmen? Pringles hier ja, oder was? Ja, komm, nimm mal hier die Bro, Sweet mich, Paprika. Du willst mich eh nur wieder pranken, sag ich dir ehrlich. Okay, Max. So. Ja, teste mal, ob die nice sind so. Mhm. Ist gut? Richtig lecker, ja. Okay, dann stellen wir zurück und dann gehen wir weiter. Hä? Ja, stellen wir zurück jetzt. Jetzt ehrlich? Ja, ja. Sonst ist das doch keine Aufgabe hier. Kannst du nicht machen, ey. Ja, das. Jemand merkt das doch gar nicht. Da fehlt doch nur ein Chip. Alter, das ist doch geöffnet, ey. Das, Alter. Okay, Leute, ich habe jetzt noch eine Idee. Hey, Bro, ich werde das jetzt kaufen. Ich werde das jetzt zahlen, Alter. Das kann ich doch nicht machen hier. Ja, nee, ich bestimmt. Muss ich das jetzt wirklich einfach hier stehen lassen? Ja, lass da stehen. Jetzt lass mal zum Getränk. Hey, Lukas, du nimmst mich so hops, ey. Also, Max, wir sind jetzt hier bei den Getränken. Und wahrscheinlich hast du es eh schon kommen sehen. Ich öffne jetzt hier einfach mal so eine Spezi-Dose. Und trink mal so einen Schluck und dann stell's wieder hin. Oh. Das kannst du nicht machen. Okay, Max. Dann gönn dir mal. Hey Leute, das ist echt. Ganz leise. Das ist echt uncool, Alter. Und schmeckt's? Du bringst mich ja echt in unangenehme Situationen, ey. Alter, komm, ich würde sagen, die Dose ist ein bisschen assi, die kannst du noch bezahlen. Oh, das ist korrekt. Danke dir, danke. Also Max, wie war's? Ja, es geht. Also bis jetzt, ich sag ehrlich, bis jetzt am schlimmsten war die PlayStation. Also Max, ich würde sagen, wir haben ja schon ein paar verbotene Sachen getan, ne? Ja. Aber wir wollen heute auch was Gutes tun. Das finde ich gut. Ja, und was deswegen schenkst du es mal irgendeinem Obdachlosen einfach so 20 Euro auf entspannt. Okay, ganz ehrlich, das finde ich nicht schlecht, Leute, weil das für einen guten Zweck. Ja, guck mal, da hinten sitzt schon einer. Ah, die Dame da in dem roten Oberteil. Okay, genau. Ich gehe da jetzt einfach hin. Ich bleib mal hier, ja? Ja. Also, das für Sie. Gerne, gerne. Ja, das fand ich war jetzt nichts Schlimmes. Ja. Das macht man doch gerne, Leute. Eine gute Tat, Leute. Und das stimmt. Ich weiß, wir sind hier gerade vor McDonald's. Hast du Hunger zufällig? Boah, ich habe übelst Hunger. Wir waren ja heute Morgen trainieren. Ja. Haben jetzt direkt das Video gedreht. Ich habe noch nichts gegessen heute. Okay. Boah, ja, ist richtig schön. Dann werde ich dir heute was Chicken Gutes Nuggets aussuchen. Oder sowas, ja. Ja, ja, okay. Geil, let's go. Boah, guck mal, Max, die kann man spenden. Ich würde sagen, das machst du auch mal. Auf korrekt, so. Genau, und ich würde sagen, wir machen es nicht einmal, sondern 20 Mal. 20 Mal? Ja. Ey, Bro. Ich meine, ist ja alles für einen guten Zweck, ne? Das stimmt, das stimmt. Ja. Das macht man, das tut nicht so weh, Leute. Das macht man gerne. So, zack, 20 Mal, wie Lukas das möchte. Was ist das für eine Bestellung, Alter? Was ist das für eine Bestellung? So, Max, endlich unser Essen, ne? Ja, oh, schöner Burger. Mach mal zu, das ist meiner hier. Ey, Mann. Nein, nein. Öffne mal jetzt hier deinen Salat, komm. Einen schönen Snacksalat. Ja. Ohne Soße. Boah. Lecker. Ey, aber ich sag ehrlich, Max, boah, auf die Tomaten hier, ne? Ey, Bro, auf die hab ich echt Bock. Digga, schaut euch den an. Jetzt nimmt der mir sogar noch die Tomaten weg, Alter. Mhm. Ey, Mann. Boah. Ey, ich glaube, ich werde heute einfach nichts essen. Lass dir deinen Burger schmecken. Ja, also. Mach ich, Max. Danke dir. Ey, Max, boah, hat richtig gut geschmeckt. Ich bin jetzt richtig satt. Du auch? Ja, nee. Ja. Nee, eigentlich nicht. Ey, aber weißt du, worauf ich jetzt Bock habe? Wir sind hier in der Innenstadt, hier überall Läden. Boah, ein bisschen shoppen gehen auf deinen Nacken, oder? Alter. Bro, als wäre der Tag heute noch nicht teuer genug. Ja, also. Was willst du haben? Boah, lass mal so zu Gucci oder so gehen als Alter, erstes. Alter, was? Ja, normal. Ey, doch jetzt hier nicht Designer-Sachen, Alter. Ja, doch. Ey. Leute, ich sage euch ehrlich, Lukas, wirklich, das wird so Rache geben. Lasst jetzt hier 30.000 Likes da und dann werde ich Lukas Tag mal bestimmen, Leute. Und dann werde ich richtig durchdrehen. Leute, übrigens, ich bin jetzt am Freitag und am Samstag ja auf der Gamescom und da gibt es natürlich auch eine Autogrammstunde. Ihr seht jetzt hier die Daten eingeblendet. Kommt da auf jeden Fall hin, Leute. Wenn ihr Freitag oder Samstag da seid, kommt zur Autogrammstunde, dann sehen wir uns. Let's go. So, Max, Alter, ich weiß direkt, wo Gucci ist natürlich hier. Alter, du bist hier der Gucci-Experte. Ja, ja, nochmal, guck mal, hier haben wir
die ganzen Gucci-Sachen. Alter, was kostet das denn? Schau mal. Oh mein Gott, 800 Euro. Ey, Max. Du willst mich heute wirklich hops nehmen, ne? Ja, ich überleg noch, wie viele Sachen ich nehme. Ja, wie viele? Ein Teil, übertreib nicht. Ja, gucken wir jetzt mal hier. Boah, guck mal. Hä? Ey, guck mal, das ist doch mein T-Shirt. Ja, das ist das T-Shirt, was ich dir letztens geholt habe. Alter. Ey, vielleicht kannst du es mir auch einfach holen. Alter, ey, jetzt machst du hier diesen, ne? Ja, normal. Erst holst du dir dein Geld zurück und jetzt 480 Euro. So, danke, Max, ne, auf jeden Fall. Ja, gerne. Sehr korrekt, gerne. Kuss. Ey, Leute, das wird richtig teuer. Lukas hat mich heute echt so hops genommen. Aber ich freue mich auf jeden Fall über das neue Shirt, also danke dir. Ey, Leute. So, Max. Wieder 500 Euro. Lukas, hier ist dein Shirt. Boah, danke. Ey, Leute, richtig geil, Mann. Vielen Dank dir, ne? Gerne, gerne. Leute, ist aber auch wirklich ein sehr, sehr cooler Laden hier. Also Engelhorn in Mannheim. Ja, Mann. Wirklich cool zum Shoppen. Auch liebe Grüße gehen raus hier an Sebastian. Kuss geht raus und ja, Leute, Lukas hat jetzt ein cooles neues Shirt. Sind wir jetzt bitte endlich fertig, Lukas? Ich kann nicht mehr. Ey, noch lange nicht, Max. Wie noch lange noch nicht? Noch lange nicht. Also, boah, was soll ich denn noch alles machen heute? Ich sag dir eine Sache, und zwar die schlimmste Aufgabe von allen, die kommt noch. Hä, was? Schlimmer als der PlayStation 5 Clown? Ja. Noch schlimmer. Leute, ich kann nicht mehr. Also Max, für die allerletzte Aufgabe müssen wir jetzt noch an einen anderen Ort fahren. Hä, was? Wo willst du denn hin? Ja, das verrate ich dir jetzt mal noch nicht, aber ich würde schon mal sagen, bereite dich schon mal darauf mental vor, ja? Oh Gott, Leute, ich habe echt Angst, was jetzt auf mich zukommt. Also Max, wir sind angekommen. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, wir sind tatsächlich an einem Freibad. Stadionbad, was willst du denn hier beim Freibad? Ja, und ich habe hier auch so eine Actionkamera, denn du wirst jetzt hier vom 10-Meter-Turm springen. Nein. Real Talk, ich habe übertrieben Höhenangst. Leute, ich bin noch nie vom 10-Meter-Turm gesprungen. Ey, Luca, ich kann das nicht. Ehrlich. Max, ich mache wirklich, ich habe alles mitgemacht. Okay, warte. Bro, das ist zu viel. Ich gebe dir noch eine Auswahlmöglichkeit. Entweder du machst das, oder du gibst mir einfach jetzt nochmal 10.000 Euro in diesem Video. Okay, ziehst du durch, Max? Ich zieh durch, aber Leute. Boah, Maschine! Ich bin Real Talk noch nie vom 10-Meter-Turm gesprungen. Das ist echt krass. Ey, Leute, Alter, Max sitzt da jetzt einfach schon so eine halbe Stunde fast drin. Ich klopfe jetzt einfach mal. Yo, Max, was geht? Bro, ich kann das nicht. Hä, warte mal, mach mal auf jetzt erstmal. Bro, ich kann das nicht, Alter. Bro, was ist los? Das ist zu viel, ey. Bro, ich trau mich nicht, sag ich dir ehrlich. Echt nicht? 10 Meter, ich maximale, was ich bis jetzt gemacht habe, war 5 Meter. Boah, ja. Ich hab echt Angst, Alter. Sag ich dir wirklich. Okay, ich weiß nicht, Max, also ziehst du durch oder nicht? Ich weiß nicht, musst du sagen. Boah, Leute, ich hab Glück. Ja. Ey, was für Glück? Gesperrt, der ist gesperrt. Ey, Max, ich runterspringen. Ey, gar kein Problem. Ich wende mich an den Bademeister. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, Leute, hier haben sich ein paar Paulberger versammelt. Hier ist auf jeden Fall einiges los. Ey, und ich muss jetzt hier gleich durchziehen. 10 Meter Turm. Max, bist du schon am Zittern, oder? Ey, ich hab echt Angst. Ey, Leute, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Es sind so viele Leute, die zuschauen. Ich muss jetzt durchziehen. Du musst durchziehen. Okay, Leute, ich geh jetzt hoch. Let's go. Ey Leute, ich kack mir in die Hose. Ich kack mir in die Hose. Und ich kann jetzt auch nicht zurückziehen. Ey, hier sind so viele Leute. Bro, das ist krank. Also Leute, Max geht jetzt hier gerade auf jeden Fall hoch. Man sieht ihn hier. Oh mein Gott. Bro, er ist, glaube ich, unnormal aufgeregt. Oh mein Gott, Leute, 7,5 ist schon so hoch. Und wir gehen nochmal weiter. Oh Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, das ist krank. Oh mein Gott, das ist krank. Oh mein Gott. Leute, Max ist jetzt oben! Ja! Oh Gott. Alter. Leute, ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Ey, Leute, ach du Scheiße. Ich muss durchziehen. Ich muss es durchziehen. Okay, Max. Zieh durch, Max. Ich muss es durchziehen. Oh mein Gott. Einfach machen, Leute. Einfach machen. Ja! Oh mein Gott. Das war's gewesen. Lasst ein Like und ein Abo da. Ey, das war krass. Leute, vielen Dank hier an Stadionbad Neustadt, dass wir das hier drehen durften. Stark. Liebe Grüße an alle Paulberger, die hier sind, Leute. Das war's gewesen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Euer Kremix. Ciao, ciao.